Zeit für ein Duell. Ja, Momo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, dass du da bist. Wir spielen heute wieder eine Runde Jojo. Wenn heute mal die Rückkehr der Dunkelheit spielen. Ja, dazu überspringen wir. Wir nehmen ganz normal Geschichtssack wieder. Ich weiß gar nicht, mit wem spielen wir überhaupt. Wir schauen mal. Und mit Jaden. Okay. Gegen Nightshot. Gut. Wir nehmen mal Schere. Ah, leider verloren. Schade. Kennt ihr Nightshot? Also ich kenne ihn nicht. War er auch in der Serie? Gut, wir sind Zweiter. Aber das hält uns nicht auf. Wir werden ja mit Jaden gewinnen, wenn wir. Okay. Okay. Was kriegen wir denn hier? Schönes. Okay, er ruft der Gejagten. Okay, er hat Riesenkeil. Okay, Riesenkeil. Wir haben Ruf der Gejagten, Neos Zorn. Was ist das hier? Wunderfusion, okay. Sparkman, dann haben wir Neos. Und was haben wir hier? Elementar hält Necroseda. D. Okay, komischer Name, aber 1600er Angriff. Okay. So, Riesenkeim kennen wir. Also wenn wir die Karte zerstören, kriegen wir 500 Schaden und er kriegt, glaube ich, 2 wieder, ne? Kann dann 2 spezial beschwören, glaube ich, irgendwie was. Schaden kann eine beliebige Anzahl von Riesenkeim als spezial ein Deck auf einen Angriff beschwören. Genau. Gut. Wir legen mal auf Ruf der Gejagten. Dann haben wir noch den Zorn. Was kann die? Elemental halt. Neos, den du kontrollierst, lege ihn ins Deck zurück und zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Gut, können wir auch machen. So. Beschwöre einen Elementarheld. Funktionsmonster aus. Als Funktionsmonster von deinem Extra-Deck. Indem du das auf dem aufgeführte Funktionsmaterial von deinem Spielfeld oder deinem Friedhof verbannst. Okay, können wir auch machen. So. Dann beschwören wir Sparkman. Und greifen nicht an. Weil dann könnte er zwei kriegen. Müssen wir erstmal 2 Monster haben. So, er geht in die Verteidigungsposition. Okay, und legt eine Karte versteckt. Okay. Wir haben Fusion. Oh. Mit Fusion können wir was machen. Sehr gut. Aktivieren wir doch einfach mal. Ja, nehmen wir den hier. Welche muss ich... oh, da muss ich alle 3 opfern, ne? Ja, gut, opfern... Ach, verdammt. Ja, den da. Ach so, okay, super. Können wir die unteren nehmen und Sparkman behalten wir. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Elementarheld. Issukuleria. Okay, komischer Name, aber ein starkes Monster schon mal. So, Spezialbeschwörung. Okay, wir können was aktivieren. Was können wir aktivieren? Ruf der Gejagten könnten wir aktivieren. Wir hätten doch noch... Ja. Wir aktivieren auch noch mal Ruf der Gejagten und holen uns noch mit dem Elementarheld Negus auf dem Spielfeld. Okay. Okay, Chaosjäger. Okay. Wir haben schon mal... Eigentlich haben wir 3 starke Monster. Wir könnten hier noch Neos Zorn aktivieren. Dann zerstören wir alle Monster. Aber wir könnten auch erstmal angreifen, würde ich sagen. Wir greifen auch erstmal an. Dann würde ich sagen, Sparkman geht auf den da. Ach nee, scheiße. Das geht gar nicht. Mist. Okay. Was? 4000. Nein. Aber. Du hast ein 4000er Monster, ne? Wir könnten in die zweite Main-Phase gehen und die Karte aktivieren. Dann sind alle Karten zerstört. Dann sind seine Karten auch zerstört. Aber wir haben dann kein Monster, ne? Und er ist dann gleich dran. Ja, wir machen das einfach mal. Wir aktivieren Neos Zorn. Packen die wieder ins Deck zurück. Er macht noch Ruf der Gejagten, holt einen Keim. Und dann wird... Ah, dann kriegt er 2... Ach Mist, dann kriegt er jetzt 2 Keime, ne? Oder? Nein, kriegt er nicht. Und wir beenden ohne Tor. Er müsste doch eigentlich 2 Keime kriegen. Wir haben jetzt keine Karten. Er hat eine Karte. Landformer.
Okay, holst du die Feldzauberkarte? Gut, wenn wir jetzt einen Monster kriegen, dann können wir angreifen. Kuribo haben wir. Gut, setzen wir einfach. Im Angriff. Kuribo, greif an. Direkt auf die Lebenspunkte. Bäm. Zack. Mal 300 Schaden gegeben. Solange er kein Monster kriegt, können wir immer weiter angreifen. Mal gucken. Er hat kein Monster. Gut. Hat er gerade ein Monster? Ach, nee, auch Zorn. Aber leben wir mal. Wir greifen mit Kuribo nochmal an. Und geben ihm nochmal 300. Zack. So, jetzt müssen wir ans Herz der Karte glauben, dass er kein Monster kriegt. Und? Er hat schwarzes Loch. Okay. Gut. Herz der Karte und Monster. Prisma. Sehr gut. Mit Prisma können wir direkt angreifen. Und geben ihm 1700. Sehr gut. So, Angriff. Prisma. Direkt auf die Lebenspunkte. Bäm. Wir sind gut im Spiel. Solange er, wie gesagt, kein Monster bekommt. Er hat aber eine Feldzauberkarte. Was kann er mit der Feldzauberkarte? So, gib uns noch ein Monster. Okay, was ist er hier? Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Karte abwerfen. Sieh dir die Hand deines Gegners an und bestimme eine Monsterkarte, falls du ein Monster kontrollierst. Diese ATK-Größe oder gleich der ATK der bestimmten Karte sind zerstört die bestimmte. Vielleicht 500 Schaden. Okay. Aber wir müssen eine Karte abwerfen, ne? Ja, wir haben ja gar keine Karte. Aber wir können angreifen. So, Prisma greift erstmal nochmal direkt auf die Lebenspunkte an. 1700. Und, was ist das hier? Neoraum Aqua Dolphin. Okay. Auch nochmal. 600. Bam. Er hat nur 3400 Lebenspunkte. Und wir sind gut. Wir haben zwei Monster. So. Was macht er? Okay. Feldzauberkarte. Er zahlt 2000 Lebenspunkte. Er hat ein starkes Monster. 2900. Wir kriegen 2300 Schaden. Das ist nicht gut. So. Was haben wir hier? Ein goldener Sarg. Verbanne eine Karte offen von einem Deck. Machen wir mal. Verbanne eine Karte. Wir verbannen mal die. Wir haben doch hier. Wir bekommen die gleich wieder, oder? Verbanne eine Karte offen von einem Deck. Während der zweiten Standby-Phase nach dem Aktivieren dieser Karte hinzu. Gut. Wir hatten doch auch noch ein starkes Monster gehabt, ne? 2500 hatten wir nur. Ah, und er hat, wie viel hat er? 2900. Okay. Da können wir jetzt nicht viel machen, er ist stärker. Okay, was kann denn Prisma? Einmal pro Spiel, du kannst ein Fusionsmonster mit einer Attacke vorzeigen. Dann lege es auf dem Fusionsmonster von. Ja, auf dem Friedhof. Okay. Ja, gut, wir haben aber gar kein starkes Monster, ne? Aber wir probieren es einfach mal. Wir aktivieren mal den Effekt. Und ja, machen wir den hier. Ja gut, wir hätten jetzt den Panther und Neos, ne? Hätten wir ja sowieso. Dann zeigen wir den vor. Schmeißen den auf den Friedhof. Und dann ist die gleich, ne? Oder? Ja gut, wir müssen in die Verteidigungsposition gehen. Das bleibt Alex über. Er hat mit dem Zug echt sich gerettet. Ganz ehrlich. Er zerstört natürlich die Karte. So, Herz der Karte und gib uns Monster. Sparkman. Okay. Sparkman müssen wir noch in die Verteidigungsposition setzen. Dass wir unsere Lebenspunkte schützen. Wir müssen die Karte wegkriegen von ihm. Dann können wir nochmal angreifen. So. Er legt noch eine Zauber- oder Fallenkarte hin. Okay. So, dann haben wir Ruf der Gejagten. Okay. Ruf der Gejagten können wir mal legen. Diese Karte erhält 4 ATK für jede Zauber- oder Fallenkarte, die dein Gegner kontrolliert. Ja, gut.
Haben wir denn auf dem Friedhof irgendwie ein Monster? Ja, nur das hier, ne? Ja, aber das wäre ja mit. Nee, ich weiß, was wir machen. Den legen wir. Dann wird er wahrscheinlich den gleich angreifen. Und wir aktivieren gleich Ruf der Gejagten. Nein. Nein. Wir holen uns den Neos. Wir haben jetzt noch Neos Zorn, haben wir auch noch. Den Riesenkeim, okay. Nein. 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 So. Dann gibt er uns 1000. Oh, ja, 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 ja. Moment. Ja. So. Okay. Machen wir Ruf der Jagden. Und uns Neos. 2500. Dann kann der Riesenkeim erstmal nicht angreifen. So, jetzt sind wir dran. Kriegen wir ein Monster? 3000. Ja, können wir aber nicht spielen, ne? Können wir nicht spielen. Ja gut. Wir aktivieren aber trotzdem Neros Zorn. Packen den wieder in die Karte rein. Oder in den Stack rein. Holt sich 2 Token. Okay. Aber wir zerstören alle Monster. Oder alle Karten auf dem Deck. So. Wir haben aber kein Monster. Das können wir nicht spielen hier. Ist ein starkes Monster, 3000. Aber können wir leider nicht spielen. Wenn wir jetzt noch ein Monster kriegen, haben wir gewonnen. Ah, wir haben den Neos wieder gekriegt. Können wir den spielen? Den können wir spielen. Ein neuer ist eingefallen. Wenn er einen mit einem Monster auslöst, okay. Ich dachte, können wir den spielen? Ja, ohne Tribut. Okay. Oh. Sehr gut. Na gut, dann greifen wir an. Komm, Neos, greif an. Auf die Lebenspunkte. Und wir haben gewonnen. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gewinnen. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich auch mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg, aber los jetzt!